Schatten hochgeht, gibt's eine Katastrophe. Dann sollten wir das wohl verhindern. Das meine ich aber auch. Oh, shit. Oh, das ist Zeit. Es ist Zeit. Tanzt! Geil, sogar die Typen da drüben tanzen. Das ist ja Weltklasse. Scheiße, die zu erwischen ist schwierig, muss ich sagen. Machen wir anders. Mit dem Brenner, ja dann. Ah, ich glaube, so kann ich den Brenner immer ganz gut scalen hier. Voll durchs Schild. Komm, mach ihn alle, mach ihn alle, mach ihn alle. Gott. Diese Bomben haben Lebensauslöser. Sie explodieren bei Ankunft in der Halle der Helden. Komm, wir müssen Gas geben. Dann wird es Zeit, die Dinge abzuladen. Rax, bitte komm. Wir erreichen die Halle der Helden. Verstanden, Ratchet. Wir treffen uns am Vordereingang und beginnen mit deinem Training. Wir haben den Befehl, Drag Industries in 3 Tagen anzugreifen. Das heißt, ihr zwei bekommt jetzt einen Schnellkurs. Ha! Ja genau! Wohnt bei Mami 472! Was ist los? Hast du was gegen eine Abreibung? Hey, Elaris. Hi, Brax. Elaris leitet die Entwicklung unserer Ausrüstung und hilft bei taktischen 472. Fragen. Meistens ersteres. Die Schutztruppen schießen erst und denken dann. Tut mir leid, so sollte das nicht rüberkommen. Was meinst du? Na komm, ich führe dich herum. Auf geht's, Kadett. Machen wir dich fit für die Schutztruppen. Bis später. Wir werden so viel Spaß haben. Dein Protoanzug ist die modernste Kampfrüstung auf dem Markt. Und in allen aktuellen Herbstfarben erhältlich. Cool. Das ist super. Was kommt jetzt? Halo-Sprung in feindliches Gebiet? Suborbitales Kampftraining? Langsam, Kleiner. Jetzt kommt das Grundtraining. Der Captain hat diesen Fitnessparcours entworfen, damit den wir körperlich in Topform kommen. Den habe ich so geliebt, den Parcours. Viel Glück. Perfekt, Mann. Perfekt, das liebe Fitnessprogramm. Es ist so schön, ein Schutztrupp zu sein. Lass mich aber vorher erstmal hier noch ein bisschen umgucken. Bevor wir das machen. Vielleicht sind ja hier noch die ein oder anderen Sachen. Nicht, dass wir hier diese Statuen zerstören können oder so. Und dann gibt das irgendwas. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das nicht so ist. Aha! Rüste doch dein vollgeladen. Das wird, vergiss nicht! Lass Mr. Zurkon die Arbeit für dich tun! Mr. Zurkon! Da unten ist er. Und ich bekomme eine Steakmesser-Prämie. Habe ich den automatisch dann dabei? Ah, dann rüste ich einmal quasi aus und dann ist er da. Cool. Okay. In den Parkour, Kleiner. Ja, ich gehe jetzt in den Parkour. Also Soli, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich finde, es ist überhaupt gar kein Hype um dieses Spiel. Willkommen bei Captain Quarks Fitnessprogramm. Also weiß ich nicht genau, worauf du hinaus willst. Für mich ist es ein Spiel aus meiner Kindheit-Jugend. Deswegen ist es für mich eine große Sache. Ansonsten herrscht um dieses Spiel eigentlich überhaupt gar nicht so ein Hype. Wieso bist du so rabiat? Glaubst du, dass es da mehr Extrapunkte gibt oder so? Ah! Und hier wieder der Insider. Damals konnte man nämlich kaputt machen und jetzt halt der blöde Spruch von wegen. Gibt das extra Punkte? Damals gab es auch einen Stilpunkt, wenn man den kaputt gemacht hat, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. So. Der Parcours war eigentlich nicht sonderlich schwer, ne? Glückwunsch zum Erreichen des Gipfels der Gerechtigkeit. Deine Quadrizepse brennen sicher vor Rechtschaffenheit und Schmerzen. Und rabiat. Vorsicht, ich bin Eigentum der galaktischen Schutztruppen. Ach, herrlich. What?
So, und da müssen wir rauf. Es ist an der Zeit, den Energieturm zu erklimmen. Jawohl. Von Plattform zu Plattform springen. Aber gib acht, wo du hintrittst. Diese Teile nehmen eine Position ein und gehen dann völlig ohne Vorwarnung über in eine ganz andere Position. Vorsicht, ich bin Eigentum der galaktischen Schutztruppen. Da bewegt sich doch glatt etwas. Was hat er denn für eine Stimme, ey? Komm, da kommen wir auch so rüber, oder? Easy. Ja, schaut mal, was von dem Rekordtempo wieder raufkommen. Da kann man ja wohl nicht meckern. Zack, Energieturm. Juhu. Warum meckerst du nicht, wenn ich dich schlage? Alter, das Kamera geht gar nicht, klar. So. Preis abholen? Ja, und Vollgas. Ich sag doch, Rekordtempo. Wir sind da. Golden Bolt. So. Vorsicht, ich bin Eigentum der galaktischen Schutztruppen. Immer noch. So, haben wir alles? Perfekt. Du hast also gerade meine ja, Helga ist nicht mehr da. Die tanzende Dicke. Ganz viele Sachen. Stimmt, ja. Wir treffen uns vor der Halle der Helden. Ich habe eine Aufgabe für dich. Vielleicht macht sie ja irgendwo noch einen Surprise-Return oder so. Aber stimmt, die fehlt. Oh, da ist Captain Quark. Da du jetzt einer von uns bist, dachte ich, es wäre jetzt an der Zeit, dir ein neues Geil! Geil. Wow. Ein Sternenspringer der G-Klasse. Ist er für mich? Technisch gesehen gehört er den galaktischen Schutztruppen. Überlebst du aber, schließt du die supergeheime und trotzdem moralisch einwandfreie Mission ab, steht er ganz zu deiner freien Verfügung. Was ist diese geheime Mission? Ich nenne sie Operation Fallender Stern. Glückwunsch, Kadett! Du wurdest ausgewählt für die Operation Fallender Stern. Laut Informationen der Schutztruppen hat Drak ein hochmodernes Waffenlabor im G34-Nebel. Deine Mission ist die Zerstörung seines geheimen Projekts, ohne, das ist wichtig, es jemandem zu erzählen. Niemals. Das ist unser kleines Geheimnis. Klar, aber ich verstehe nicht, warum... Bitte stell deine Fragen erst nach Ende der Präsentation. Du infiltrierst Draks Labor mit Hilfe eines Dietrichs, deines Verstands und der Tapferkeit, die man üblicherweise bei erfahreneren Schutztruppen findet. Geh rein, zerstöre, woran auch immer ihr arbeitet und entkomme. Ich beobachte dich von hier aus. Viel Glück. Ich wünschte, ich könnte dort sein und dich verabschieden, aber ich habe einen wichtigen Termin bei meinem Akupunkteur. Ruf mich an, wenn du beim G34-Nebel angekommen bist. Ich zähle auf dich, Ratchet. Alles klar, Captain. Alles klar. So, haben wir alles? Oh, perfekt. Wunderbar abgeschlossen. So, und zwar 100%. Es war noch immer ein wichtiger Apparat im G34-Nebel. Ja, ich sag's mal so, Caravan ist perfekt abgeschlossen. Das heißt, wir können jetzt zum G34-Nebel gehen. Sind da. Captain, bitte der komm. Gute alte G34-Nebel. Wir sind in Position und bereit für Operation Fallender Stern. Verstanden. Du kannst reingehen. Ich beobachte dich von hier aus.
Wir können hier, stimmt, wir konnten hier Clank losschicken. Meine Sensoren einen von Drax' Prototypen außerhalb dieser Luftschleuse. Ich erinnere mich. Ich schaue mir jetzt erstmal hier kurz um. Hier können wir Dietrich machen. Vielleicht ist der Dietrich hier von Nutzen. Hier. Lass mal auf die Karte gucken. Also der eine Weg und das ist der nee, das ist nicht der Clank-Weg. Nein, hier ist noch lange nicht Endstation. Keine Sorge. Blocker tun nichts, außer Laser zu blocken. Ja, jetzt habe ich das auch verstanden. Das ist nämlich das, was ich vorher nicht wusste, mit diesen blöden Blocken. Und dementsprechend hatte ich Probleme vorhin. Das war jetzt auch übelst einfach im Vergleich zu vorhin. Ich glaube, vorhin habe ich schon irgendwas sehr Schweres gelöst. Will ich jetzt da zuerst lang? Alter, ist das riesig. Alter, ist das riesig. Okay, dann gehen wir hier zuletzt lang. Dieser Händler könnte neue Waffen haben. Stimmt. Sieh dir mein Inventar. Ich habe die besten Angebote der Galaxie. Aber wir haben ganz vergessen, am Ende unserer Route zu verbessern. Das haben wir ganz vergessen. Siehst du was, das dir gefällt? Das wollten wir als nächstes machen, ne? Reibungsloses Magazin. Nachdem du eine Granate geworfen hast, lässt der Schmelzhandschuh eine frische Granate noch effizienter in deine Hand gleiten, was deine Feuerrate erhöht. Okay. So, der Verpixler hat offensichtlich auch was. Haben wir hier noch was Neues? Oh ja. Das können wir uns sogar noch komplett leisten. Druckbehälter. Jeder Behälter in einer Munitionskiste enthält mehr Pyrogenkraftstoff. Das ist auch okay. Cool. So, dann haben wir auch direkt kein Raritarium mehr. Dann können wir uns noch die neuen Karten angucken. Und da haben wir das Sternzeichen bekommen. Das ist eine Reader-Karte. Das ist unsere dritte Reader-Karte. Jo, das ist unsere dritte Reader-Karte. So, perfekt. Oh Gott, ich wünschte, dieses Spiel würde nie enden. Oh, wir werden so viel Spaß hoffentlich noch dran haben. So, das war dann hier, ne? Ja, schicken wir Clank los. Müsste jetzt normalerweise nicht das kommen mit den kleinen Freunden, die er hat? Die dann mit ihm laufen? Ah, ich glaube, hier gab es auch mal eine Stelle, die war recht gemein, oder? Ach ne, ich muss dich erst bewegen. Das? Was ist das denn? Was hat jetzt eine neue Fähigkeit? Zufall? Es ist ein Gadgetbot-Aufrüstungschip. Dank meiner Ausrüstung kann ich diese Gadgetbots bestimmt umprogrammieren. Wie läuft's da draußen, Clank? Ich habe einen neuen Apparat. Oh Mann, was ist es denn? Werbergreifer? Kann die umbauen? Nein, ein von diesen neuen karbomatischen Ionteilern. Du weißt ja, du musst alle von da sind sie, oder? Ich glaube, die hier werde ich selbst behalten. Danke. Nee, das sind sie nicht. Es gibt noch einen Geräteprototypen in der Nähe. Ich besorge ihn. Das sind die Brücken bauen. Genau. Oh, shit. Ja, da gab es die Brücken bauen. Ich kann die jetzt einfach umfunktionieren, wie krass es ist. Wow. Was? Brückenbot, ja. Und ich kann die so legen, wie ich lustig bin. Geil. Ich gehe mal davon aus, dass ich mehrere brauche. Also schon klar ist, was ich hier machen muss. Oh, Raritarium. Sehr gerne nehme ich das mit. So. Weil ich denke mal, ich werde dich dann brauchen. Kann den umfunktionieren zum Brückenbot. Und nehme den dann wieder mit. Und brauche hier einen Energiebot. Easy. So. Dann brauchen wir hier.